So, meine Lieben, Januar ist vorbei, Februar hat angefangen und ich weiß für viele, das habe ich aus dem Chat hier gesehen, dass für viele Menschen Januar sehr gemischt war. Gute Ideen, aber ganz viele Herausforderungen. Und für manche Leute hat das sehr wechselhafte und komische Wetter auf den Geist geschlagen. Jetzt schauen wir einfach, was die Karten uns dazu sagen, was wir aus Januar lernen können und was wir hinter uns lassen sollen. Ich habe die ganze Zeit hier gemischt. Ich hoffe, ihr seht die Karten. Doch, ihr seht sie. Karte Nummer 1 ist das, was wir, genau, wie war der Januar? Genau so. Eine Zeit zum sich zurückziehen und sinnieren. Der Eremit ist derjenige, der sich in die Berge zurückzieht, in die Abgeschiedenheit zurückzieht, um zu reflektieren. Nicht aktiv zu werden und nach außen zu gehen, sondern zunächst einmal zu reflektieren, wo sind die wichtigen Sachen im Leben? Wo ist seine persönliche Weisheit? Wo sind seine persönlichen Erkenntnisse über den Weg, den es zu gehen gilt? Sein eigener Weg. Und das ist, glaube ich, wirklich der Januar auch. Das ist auch die Zeit, wo die ganzen Pflanzen sich zurückziehen, sozusagen. Also wo die Blätter gefallen sind. Und auch wenn der Baum oder die Hecke oder die Pflanzen wie tot aussehen, das sind sie nicht. Die sammeln nur in ihren Wurzeln und in ihrem Stamm das, was sie brauchen, um im Frühling wieder rauszukommen, zu blühen und wieder in die Welt hinauszugehen. Und das ist der Januar, der Eremit. Ich hoffe, ihr habt euch wirklich diese winterliche Zeit dazu genommen, zu reflektieren, was brauche ich? Und wenn das noch nicht fertig ist, dann ist es jetzt auf jeden Fall die Zeit, dass darüber im Klaren zu werden, was ist dein persönlicher Weg? Entschuldigung. Was ist dein persönlicher Weg raus aus dem Winter? Zuerst musst du aber deine ganzen Weisheiten sammeln, damit dir klar ist, was deins ist. Nicht, was dir von anderen auch aufoktroyiert wird. Nicht, was andere meinen, was du dann toll könntest, sondern was ist dein Weg? Die Herausforderung. Das ist eine tückische Karte, diese 10 der Schwerter. 10 Schwerter und hier liegt eine tot auf dem Boden. Was ist das und wer ist das? Hast du das Gefühl, dass diese Zeit des Rückzugs eine Zeit des Sterbens ist? Das ist eine Illusion, das ist nicht wahr. Es ist nicht eine Zeit des Sterbens, es ist eine Zeit der Reflexion. Und wenn du jemand bist, die ganz daran gewöhnt ist, immer aktiv zu sein und immer nach vorne zu gehen, dann kann sich das ist eine Herausforderung, ein Gefühl des Todseins. Ganz, ganz schlimm. Aber es kann genauso sein, dass du hier bei der Reflexion erkennst, das eine, was ich machen wollte, die eine Idee, die ich hatte, die ist noch nicht in der Form, in der sie überhaupt in die Welt rausgehen kann. Und vielleicht muss ich diese Idee, und wenn es noch so hart ist, sterben lassen, damit eine gute neue Idee und meine ureigene Idee, mein ureigenes Selbst in die Welt bringen kann. Ich erinnere mich hier dran, was ein Coach zu mir gesagt hat, als ich mein Buch geschrieben habe. Und ich habe gesagt, oh, das muss ich aber schreiben, die Leute müssen das wissen. Und er sagte ganz klar, nein, liebe Naomi, die Leute müssen das nicht wissen. Das trägt die Geschichte nicht weiter. Du bist in diesen Teil verliebt, weil es dir sehr viel bedeutet. Und jetzt kommt der Spruch.
der ganz viele Filmregisseure, Buchautoren und andere kreative Leute kennen. In Englisch, Kill Your Darlings. Töte deine Lieblinge. Die Aspekte von deinem Projekt, in die du verliebt bist, aber irgendwie nicht Resonanz in der Außenwelt bekommen, vielleicht ist das der Grund, weil die deine zwar sind, aber nicht für die Außenwelt richtig. Das heißt, für dich weiterführen, aber nicht unbedingt in die Außenwelt auf Biegen und Brechen bringen müssen. Das ist die Herausforderung. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es tut vorübergehend ein bisschen weh, sich von irgendwas zu verabschieden, was einem wertvoll erschien. Aber nach längerer Erfahrung kann ich sagen, das Buch hätte sich, so wie ich es geschrieben hätte, nicht so gut verkauft, weil ich mich verloren habe in Dingen, die ich toll fand, aber der Leser nicht toll gefunden hätte. Deine Seele schreit, und ihr seht vielleicht, ich nehme die Karten nur von oben. Ich mische nicht nochmal und ich suche nicht extra Karten raus. Die Karten zeigen uns einen Weg, den wir gehen können. Und der Weg deines Unterbewusstseins, dein Unterbewusstsein, deine Seele weiß ganz genau, ich bin der Stern meines Lebens. Ich bin der Star in meinem Leben. Ich bin der Mittelpunkt. Und ich habe Hoffnung, dass das, aus was ich schöpfe, ich gieße das Wasser ins Wasser hinein und auf das Land. Und das bedeutet insgesamt, in mir ist genug, um vieles zu ernähren, vielen Menschen, viele Ideen. Ich kann selber ein Coach sein für andere. Und ich habe die große Hoffnung, dass meine Seele, mein Unterbewusstsein schreit nach dieser Möglichkeit, weil die Seele weiß, ich kann das. Es ist noch im Unterbewusstsein. Möglicherweise ist es dir schon bewusst. Und jetzt geht es darum, welchen Weg muss ich folgen, darf ich folgen, soll ich folgen, um das, was meine Seele wünscht, in Aktion in die Außenwelt zu bringen. Was ich mitbringe, da hast jemand dein Mikrofon an. Was ich aus der Vergangenheit mitbringe, ist viel Wissen. Ich habe meine verschiedenen Werte. Ich verteile meine Werte. Ich verteile das Geld und meine Werte und das Wertvolle, was ich besitze, so wie ich es gerecht finde. Habe ich immer das bekommen, was ich gerecht finde? Bin ich die gelbe Figur hier, die von dem roten Machthaber hier mit ausgewogener Waage da, bin ich diejenige, die alles bekommen hat, was ich brauchte? Oder bin ich diejenige, die das Gefühl hat, oh, ich sitze immer auf der Seite und muss warten und bekomme nicht das, was ich bekommen sollte? Also aus der Vergangenheit kommt ein Wissen um die Werte im Leben, das Ausgewogene und auch die Erfahrung. Manchmal habe ich das bekommen, was ich bekommen sollte und manchmal auch nicht. Das kann eine sehr wertvolle Erfahrung sein. All die Schmerzen, die wir erfahren haben, bereichern unsere Seele und geben uns mehr und mehr Möglichkeit, Empathie mit anderen Menschen zu haben, die auch was Ähnliches erlebt haben. Das heißt, nicht mit ihnen in Sympathie zu versinken und mit ihnen zu leiden, nicht mit Leid, aber mit Empfinden, mit Gefühl und ja, ich weiß, ich habe das auch erlebt. Es ist nicht schön, aber das ist mein Reichtum. Alles, was ich erlebt habe, was nicht zu meinem Vorteil war, war letztendlich zu meiner Bereicherung. Bereicherung meiner Seele, meine Erfahrungen, meine Möglichkeiten,
für andere Menschen auf einer ganz tiefen Ebene da zu sein. Der erste Schritt, den ich nehmen kann, um in eine fruchtbare und für mich wünschenswerte Zukunft zu kommen. Ah, der Page. Der Page ist ein Botschafter. Page der Kelche. Die Kelche haben mit Gefühlen zu tun und der Page hat eine neue Idee, neue Impulse. Wo? Ah, er hat einen Kelch genommen und aus dem Kelch kommt ein Fisch. Was für eine Überraschung. Die Pagen sind gut für Überraschungen. Womit kannst du dich und andere überraschen? Gibt es eine Idee, die du immer hattest, die du vielleicht nicht als so wertvoll gefunden hast, die aber jetzt durch die Reflexion wieder neu aufgekommen ist und du merkst, ach, eigentlich ist es gar nicht so blöd. Eigentlich könnte das genau das Richtige sein. Und was ist die Herausforderung? Meine Unsicherheit umzubringen und sagen, okay, Unsicherheit, tut mir leid. Ich habe dich eine Weile gebraucht, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr, weil jetzt sehe ich, dass diese Idee eigentlich ganz gut ist. Es ist eine junge Idee. Ich bin jung. Das Jahr ist jung. Vielleicht aus dieser stille Zeit im Januar all die kleinen Sachen zu sammeln, die mir als Ideen gekommen sind, aber vielleicht noch nicht als handfeste Möglichkeit sich präsentiert haben. Aber wie ihr seht, diese Page, er hat das Wasser hinter sich, das Unsichere, das tief Emotionale. Er steht auf trockenem Boden, er steht auf festem Boden, auf festem Land und er schaut ein bisschen nach hinten in die Vergangenheit. Aber dort ist diese Idee gekommen. Und um in die Zukunft zu kommen, wäre es jetzt seine Aufgabe, mit dieser Idee sich umzudrehen. Jetzt schauen wir, wenn er sich umdreht, dann kommt es wieder, die Transformation. Diese Karte heißt der Tod, bedeutet aber der Tod von Altem, Ausgedientem. Die Transformation, weil wenn man genau hinschaut, da kommt die Sonne. Das Pferd trampelt Altes, Ausgedientes unter seinen Hufen. Der Reiter führt das Pferd über das Tote hinaus und hinweg in die Sonne. Und so kann man sagen, der Winter wird transformiert. Wir merken das nicht. Das passiert immer im Unterbewusstsein, in den Wurzeln der Bäume, in den Baumstämmen und bei den Pflanzen, völlig unsichtbar für uns. Aber jetzt kommt die Sonne wieder raus. Und heute hier in München zumindest scheint sie sehr, sehr schön. Ich hoffe, bei euch auch. Die neue Idee ist, ich gehe weg von der Vergangenheit. Nimm die neuen Ideen mit, diese jungen, jungen Ideen mit und erlaube mir, das Alte hinter mich zu lassen und nach vorne zu gehen, da wo die Sonne wieder aufgeht, der Frühling darf kommen und ich mit meinen Reflexionen habe die kleinen Pflanzen der neuen Ideen entdeckt. Ich habe gesehen, meine Seele weiß schon, ich bin der Star in meinem Leben und weiß schon, dass ich sehr viele Weisheiten für andere habe und kann ernähren und kann mit meinen Ideen auch nähren. Was ich mitbringe aus der Vergangenheit, gute und schmerzhafte Erfahrungen, die mir viel Empathie geben für andere. Vorausgesetzt, ich lasse hinter mich das, was nicht mehr dient, bin bereit,
einen neuen Weg zu gehen. Alles, was ich aus der Vergangenheit mitnehme, zu sagen, ach, vielleicht doch eine gute Idee. Und kraftvoll alles, was nicht mehr dient, hinter mich zu lassen und in die Zukunft zu reiten. Und damit wünsche ich euch ganz viel Kraft, Erfolg und vor allem Freude. Wow. Danke, Naomi, für die bemerkenswerte transformatorische Kartenlegung. Und wie viele von euch fühlen das und können das für sich als Wahrheit bestätigen, dass du das vielleicht schon im Januar gefühlt hast und dass die Worte von Naomi es dir einfach leicht machen, das anzunehmen, zu akzeptieren, zu bestätigen, dass du mehr Mut hast, deinen Weg gehst. Schreib mal in den Chat, was hat das mit dir gemacht? Was wird sich ab heute in deinem Leben verändern? Was kannst du ab heute anders machen? Now, Naomi schickt mir dann auch die Fotos. Sehr schön. Ich stelle euch die Fotos in den Telegram-Kanal Erfolgstypen. Dort könnt ihr euch die Karten später anschauen, auch die Aufzeichnung. Und ich danke euch, dass ihr so schön mitmacht, dass es gestimmt hat, dass es dich ermutigt hat, dass es genau getroffen hat, dass du ins Vertrauen gekommen bist, dass es dich bestätigt, weiter umzusetzen, dass es passt für Arbeit, Beruf, dass deine Wahrnehmung bestätigt wurde, dass es dich berührt hat, dass es eine Inspiration ist, dass du dadurch loslassen kannst, wachsen kannst, dich sehr berührt hat. Danke, dass ihr so schön mitmacht. Und wie viele von euch gibt es auch Kraft, auch wieder ihrer eigenen Intuition mehr zu vertrauen, deinen eigenen Gefühlen wieder mehr Raum zu geben, zu vertrauen, dir zu vertrauen, die Macht in dir. Zusammenhänge sind sichtbar geworden dank der Kartenlegung. Wow, wow, wow. Liebe Naomi, was macht das mit dir, das hier zu lesen? Das muss doch unglaublich erfüllend sein, oder? Ich muss gestehen, ich bin hier noch mitten in dem... Oder zu hören, dann das zu hören. Ich werde hinterher in aller Ruhe durchlesen. Und meine Lieben, ich bin immer sehr berührt von eurem Feedback. Und ich speichere immer den Chat, damit ich hinterher in aller Ruhe durchlesen kann. Aber ich freue mich sehr, 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 wenn das für euch berührend war. Und vor allem, wenn ihr dadurch mehr Kraft und Begeisterung bekommen habt für euch selbst. Ja, sehr schön. Also das war wirklich schon eine richtig tolle Vorbereitung, eine transformatorische Vorbereitung. Was war das, ihr Lieben? Eine Vorbereitung für alle, die jetzt wirklich bereit sind für das Neue, für das Große. Schreib mal in den Chat, für was bist du bereit? Was kannst du schon fühlen? Naomi hat ja gesagt, es ist im Unterbewusstsein. Wahrscheinlich kannst du es noch nicht sehen. Aber da ist irgendwas, was da vielleicht schon lange ist, aber was du nicht wirklich ernst nimmst oder dir nicht erlaubst, ernst zu nehmen. Wie viele von euch fühlen da schon was? Ein Neustart, ein Erfolg als Coach, Riesenfreude. Und für was Neues bereit zu sein, einen großen Beitrag für die Welt zu leisten, die Welt wirklich zu verändern, wirklich zu verbessern, wirklich in die volle Größe zu gehen. Oh mein Gott, hier sind lauter großartige Menschen, liebe Naomi, über 200 Menschen, die die Welt verändern werden. Und jeder einzelne von euch hier hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Und Dalai Lama hat einmal gesagt, es wird eine Frau in Europa sein, die die Welt verändert.
Und vielleicht bist du diese Frau. Wie viele von euch fühlen das, dass vielleicht du diese Frau sein kannst? Oder eine Verbindung schaffst mit vielen Menschen, aber du bist die Initiatorin. Und das braucht Mut. Und wie viele von euch haben durch die Kartenlegung Mut bekommen? Die schreiben mal Mut in den Chat. Mut, 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 genau. Also vielen, vielen Dank, liebe Naomi, dass du hier allen Mut gemacht hast. Das berührt mich sehr und ich bedanke mich immer, es klingt ein bisschen esoterisch, aber ich bedanke mich immer bei den Karten, weil ja, die führen mich und meine Gedanken durch diesen reflektiven Winter in den Mut- und energiegeladenen Frühling. Ja, die energiegeladenen Vögel, was für ein schönes Wort. Wie viele von euch finden das auch schön? Die energiegeladenen Vögel, denn man sagt, durch die Vögel kommuniziert das Universum. Frühling. Aber die Vögel sind auch da. Ja. Prima. Wie viele von euch sind dann bereit, dass wir noch einmal diese wundervolle Quelle anzapfen? Diese wundervolle Quelle für den Februar. Wie viele von euch sind jetzt bereit für einen fantastischen Februar? Die schreiben mal Februar in den Chat. Wie viele von euch sind bereit, im Februar wirklich in ihre volle Größe zu gehen? Im Februar, diesen Monat der Liebe, Valentinstag, für dich zu nutzen, dich an die Nummer 1 zu stellen, dich zu lieben, jeden Teil von dir, dich zu lieben und so auch dem Leben zu zeigen, dass du das Leben liebst. Wie viele von euch sind bereit, jeden Morgen zu strahlen, zu lachen, nicht einen Tag zu verschwenden, sondern jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde in Liebe auszukosten, dieses süße Gefühl der Liebe zu fühlen, ohne etwas zu brauchen, ohne dafür jemanden zu brauchen, sondern du bist einfach gefüllt, geliebt, getragen und geborgen. Dann lade ich dich jetzt ein zu einer bombastischen Meditation, Manifestation aus der Liebe, aus der Freude, pure Liebe für dich. Für wen? Schreib mal für mich in den Chat. Es geht um dich. Du bist ein Teil. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Deine Existenz hier auf der Erde hat einen Sinn. Und der Februar wird für dich etwas Großartiges bereithalten. Wie viele von euch sind also jetzt bereit für diese Manifestation? Die schreiben mal, bin bereit in den Chat. Und du bist eingeladen für den Februar zu atmen und zu lächeln. Du bist eingeladen, mit dieser Manifestation alles in die Wege zu bringen, was es braucht, von innen heraus. So wie Kurt Tepperwein immer sagt, erst im Innen gewinnen und dann im Außen beginnen. Das ist der Weg der Leichtigkeit. Machen wir uns also noch einmal bewusst, dass die Zukunft nur die Verlängerung des jetzigen Momentes ist. Und wenn du eine freudvolle, liebevolle, Wohlfühl-Zukunft möchtest, ist die Arbeit, im Innen in der Freude zu sein. Ist die Arbeit, im Innen voller Liebe zu sein. Diese Arbeit der Freude, Liebe, Fülle, Harmonie, das Wohlbefinden,
so richtig auszukosten. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du hier dabei bist, dass wir hier live über 200 sind und dass wir uns die Zeit nehmen, dass du es dir wert bist, dir dies vielleicht auch immer wieder in der Aufzeichnung anzuschauen oder anzuhören. Dies ist die Arbeit. Machen wir uns also einmal bewusst, dass der Januar ein Monat war voller Ereignisse, voller Neuausrichtung, voller Hoffnung, voller Tatendrang. Und vielleicht sind in deinem Unterbewusstsein einige Dinge, die du noch gar nicht wahrnehmen kannst. Einige Dinge, die du schon immer gefühlt hast, aber du konntest sie nicht richtig sehen, greifen oder fühlen. Dinge, die du dir vielleicht gar nicht erlaubst, weil du oft im Außen gehört hast, das kannst du nicht, das macht man nicht, so macht man das nicht, wir machen das nicht so. Was glaubst du, wer du bist? Und all dies lässt du jetzt mit dem nächsten Ausatmen einfach los. Atme und lächel und lass all die Sätze, die du jemals gehört hast, die dich nicht angehoben haben, sondern runtergedrückt haben, einfach los. Lass sie los, du brauchst sie nicht mehr. Lass es los, du willst doch glücklich sein. Du willst doch vorangehen. Du willst doch ein Beispiel sein für viele Menschen. Lass es los. Lass die Sätze los, die dich zurückhalten. Lass die Wörter los, die du immer und immer wieder gehört hast. Und lass vor allem diesen einen Satz los. Dieser eine Satz, der dich geprägt hat, der dich verletzt hat, der dich im Mangel gehalten hat, der dich klein gehalten hat. Beschließe dies mit einem klaren Absicht. Jetzt ist Schluss mit klein, klein. Ich lasse auch diesen Satz los, den ich so sehr geglaubt habe, der mich so sehr zurückgehalten hat. Dieser Satz wird mich nicht mehr klein halten. Und dann atmest du ruhiger und ruhiger, gehst in dich, verbindest dich mit deinem Herzen. Wenn du magst, kannst du auch die rechte Hand aufs Herz legen und fühl mal all die Liebe in deinem Herzen. Fühl mal all die Freude, die Neugierde, mit der du einst auf diese Welt gekommen bist. Fühl mal diese Liebe, als du noch ein riesengroßes, offenes Herz warst, als du pure Liebe warst, pure Neugierde, als du gesehen hast, was die Erwachsenen tun und gesagt hast, wenn ich mal groß bin, werde ich auf keinen Fall so und so. Wenn ich mal groß bin, werde ich das und das. Und das macht Spaß und das macht Spaß. Und wenn ich mal groß bin, werde ich das machen und das machen. Erinnere dich wieder daran, an deine Vorhaben. Erinnere dich wieder an dieses Gefühl, was du als Kind hattest, wie du auf jeden Fall sein willst, was du auf jeden Fall in deinem Leben besser machen willst. Und vielleicht erinnerst du dich sogar, warum du einst auf diese Welt gekommen bist. Vielleicht erinnerst du dich an dieses Gefühl, an diesen Auftrag, an deine Aufgabe, an das Gefühl. Denn du bist pure Energie. Du bist ein Gefühl. Vielleicht bist du ein Gefühl der Freude. Oder der Liebe, oder ein Gefühl von Familie, ein Gefühl von Verbundensein, oder du bist ein Gefühl von Harmonie, oder du bist ein Gefühl von Vitalität, Energie, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Spaß,
oder du bist ein Gefühl von Feuer. Fühle, womit du in Resonanz gehst. Und erinnere dich wieder an diese eine Sache, die in dir schlummert. Diese eine Sache, die sich jetzt im Februar zeigt, die du fühlst. Du wirst es nicht mit deinem Verstand erdenken können, zerdenken können. Du wirst es nicht mit deinem Verstand noch nicht einmal verstehen können. Dein Verstand kann dich bei deiner Zukunftsaufgabe nicht unterstützen. Er wird dich wieder klein machen. Er wird es dir ausreden. Dein Verstand wird dich nicht unterstützen. Mach dir also bewusst, dass du mehr fühlen musst. Fühle dich wohl. Fühle dich getragen und geborgen. Fühle dich angekommen. Fühle diese Idee, die in dir schlummert. Und akzeptiere, dass du das bist. Ja, ich akzeptiere, ich bin das. Ja, ich akzeptiere, ich will das. Ja, ich akzeptiere, das ist das Beste für mich und für so viele Menschen wie möglich. Oh ja, ich akzeptiere, das ist das Leben. Ich akzeptiere, das ist das Leben, was ich will. Ich akzeptiere, das ist das Leben, was mir zusteht. Oh ja, ich akzeptiere, das ist mein Leben. Dafür bin ich hier. Dafür strahle ich. Dafür bin ich motiviert. Dafür bin ich bereit, jeden Tag eine Extrastunde zu machen. Dafür bin ich bereit, früher aufzustehen als all die anderen, weil es so schön ist. Das macht Spaß. Das gibt Energie. Das gibt Kraft. Genau das ist es. Und das ist so groß, das ist so genial, das ist so unglaublich groß, das übertrifft einfach alles. Aber es lässt mein Herz springen, es lässt mich vor Freude weinen, es lässt mich vor Freude wach. Ich weine vor Freude, weil ich mich erinnere, weil mein Herz traurig ist, weil ich es jahrelang nicht angenommen habe. Jahrelang nicht beachtet habe, weil ich es jahrelang zur Seite geschoben habe. Aber das bin ich. Das bin ich in meiner vollen Größe. Das bin ich, wenn ich nicht klein gehalten werde. Genau das bin ich, wenn ich Spaß habe, wenn ich Freude habe, wenn ich dafür andere Menschen mitnehmen kann, begeistern kann, wenn ich dafür bezahlt werde, wenn ich dafür Anerkennung bekomme. Genau das bin ich, wenn ich dafür Wertschätzung bekomme. Und genau das macht Spaß. Und das macht Spaß. Und das macht Spaß. Und das ist lustig. Und das macht auch noch Spaß. Fühle, wo du in deiner Kraft bist, in deiner Liebe. Fühle es. Mach dir das Geschenk und spüre und fühle. Fühle, wie du verbunden bist mit dem Universum. Fühle, wie du in der Freude bist, wie du Kraft bekommst, wie du dich auf einmal motivierst, wie dein Körper sich auf einmal aktiviert. Aktiviere diese Kernenergie in dir, aktiviere diese Zellen in dir, aktiviere mit all der Power, der Liebe, der Verbundenheit, der universellen Kraft, der Meisterhaftigkeit, der königlichen Freiheit, der kaiserlichen Krone, der Unerschütterlichkeit, der Unendlichkeit, der Unermesslichkeit, der Liebe, der ungesättigten Freude. Erfülle deinen Körper damit und erwache zu der Person, die du in Wahrheit bist. Erwache zu dem Menschen, der du bist, wenn du nicht konditioniert bist, wenn du nicht klein bist, wenn du dich nicht anpasst. Erwache zu der Person, die strahlt, die vorangeht, die täglich sichtbar ist,
Erwache zu der Person, die Spaß hat, sichtbar zu sein, die sich schon freut auf die nächste Story, auf den nächsten Beitrag, die richtig Spaß hat zu kreieren, zu gestalten, statt nur ihr Leben zu verwalten. Erwache zu dieser Neugierde des Lebens. Und das ist ein Geschenk, was du dir gerade machst. Ein Geschenk an das Leben, ein Geschenk an das Universum. Denn das Leben will dich nicht ärgern. Das Leben kann alles. Das Leben kann alles. Nur du entscheidest, ob du das willst oder das. Ob du das willst oder das. Ob du immer das Gleiche willst oder mehr Spaß, mehr Freude, mehr Liebe. Du immer Normalität willst oder mehr Außergewöhnlichkeit, mehr Respekt, mehr Verbundenheit, mehr Feuer, mehr Gefühle. Du entscheidest, ob du immer das Gleiche machst oder ob du heute durch den Tag gehst und schaust, was passiert. Ob du frisch durch diesen Tag gehst und ihn nicht vorplanst und einfach bist, präsent bist. Du entscheidest. Du kannst alles. Denn du bist das Leben und das Leben kann alles. Du entscheidest, ob du dich von außen erdrücken lässt oder ob du das Leben durch dich fließen lässt und du bereit bist, dass das Leben sich durch dich ausdrücken darf. Du entscheidest, ob du weiter das Leben lebst, was du kennst, oder ob du ab heute offen und neugierig durch das Leben gehst, damit das Leben durch dich fließen darf, damit das Leben sich durch dich ausdrücken darf, damit das Leben sich durch dich weiterentwickeln darf, damit die Menschheit sich durch dich weiterentwickelt, damit du ein Beispiel bist für die Kinder, für die Enkelkinder, damit sie zu dir aufschauen und sagen, wow, what a man, what a woman, meine Mama, mein Papa, meine Oma, mein Opa, meine Nachbarin oder meine Tante, oh my goodness, what the hell is she doing? She is crazy. Aber irgendwie ist sie toll, irgendwie fühle ich mich bei ihr wohl, irgendwie ist sie lustig, gesund, fit, in der Freude. Irgendwie macht es immer Spaß bei ihr. Irgendwie fühle ich mich bei ihm oder ihr lebendig. Irgendwie. Und vielleicht entscheidest du dich jetzt, ab heute, nur zu beginnen, es zuzulassen. Ohne Leistungsdruck. Ohne Erwartungen an dich, ohne dich zu vergleichen. Vielleicht entscheidest du dich ab heute, dieser Idee einfach nur mal hinzugeben, dich dieser Idee einfach nur mal zu öffnen, diese Idee, die da schon immer in dir schlummert, und Tag für Tag nur zu beobachten, wie das Leben dich unterstützt, diese Idee zu verwirklichen. Diese Idee real werden zu lassen, diese Idee zu manifestieren. Und vielleicht erkennst du dann Tag für Tag, wow, ich muss gar nichts dafür tun. Es geschieht einfach so. Menschen kommen zu mir. Zeichen sehe ich, die das bestätigen, dass diese Idee richtig ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und so bekommst du Mut, Hoffnung, Kraft. Machst vielleicht Kooperationen mit Menschen, die so ähnlich denken und fühlen wie du, die so ähnlich handeln wie du, die so ähnlich sprechen wie du. Und du bist getragen, geschützt und geborgen. Du findest deine Community, deine Familie, deinen Tribe, dein Universum, was sich durch dich durchentwickelt. Vielleicht bist du die Sonne für all die anderen Planeten, die sich um dich rum sammeln und mit dir
diesen Weg gehen, die bei dir lernen, die sich bei dir wohlfühlen, die sagen, geiler Scheiß, hätte ich mich alleine nie getraut, aber mit dir zusammen mache ich das. Oh mein Gott, mit dir zusammen mache ich das. Und vielleicht bist du die Person, die Hunderte, Tausende Menschen wieder genau daran erinnert, dass deine Idee nicht nur für dich wertvoll ist, sondern für alle Menschen. Dass das unsere Welt wieder menschlich werden lässt. Dass deine Idee unsere Welt wieder in die Liebe bringt. Dass deine Idee unsere Welt wieder in die Heilung bringt. Dass deine Idee etwas hat, nach dem sich alle da draußen sehnen, aber niemand sagt es, niemand spricht darüber. Dass deine Idee vielleicht dazu beiträgt, dass Schmerz und Leid nicht länger toleriert wird, sondern dass deine Idee hilft, Menschen zu stärken, dass sie zu Dingen, die sie nicht mögen, Nein sagen und zu Dingen, von denen sie mehr mögen, Ja sagen. Vielleicht bist du die Person, die diese Welt aus den Angeln bringt. Vielleicht bist du die Person, wo später deine Enkel sagen, das war die. Die hat das gemacht. Die hat unsere Familie verändert. Die hat damals alles gegeben. Dank ihr haben wir dieses Leben. Sie war mutig oder er war mutig. Er hat es damals aufgebaut, von dem wir heute noch leben. Er hat vielleicht dieses Leben erschaffen, wovon wir heute die Früchte tragen. Und das kann heute beginnen. Du kannst heute beginnen, einfach mit der Energie, die du heute bist, mit der Energie, die dir heute zur Verfügung steht. Falls du krank im Bett liegst, fang an, es einfach zuzulassen, zu denken. Falls du nicht fit bist, dann fang an, einfach im Sitzen etwas zu machen. Falls deine Wohnung ein Riesenchaos ist, dann fang einfach an, Schritt für Schritt, Quadratmeter für Quadratmeter erstmal aufzuräumen. Fang einfach nur da an, wo du gerade stehst, Schritt für Schritt. Denn der schnellste Weg ist der langsamste Weg. Der sicherste Weg ist der unsichere Weg. Der klarste, reinste Weg ist der Weg, der im Chaos beginnt. Das Chaos muss oft erst da sein, damit es sich neu sortieren kann. Fang also an, fang an, diesen Februar zu deinem Monat zu machen. Fang einfach an, so wie du jetzt bist, bist du genau richtig. Bewerte ab heute nichts mehr. Nothing, nada, nichts. Liebe dich genauso wie du bist und fang einfach an. Erinnere dich immer wieder, wenn dich jemand rausholt. Erinnere dich immer wieder, wenn du dich selbst gerade schlecht fühlst. Erinnere dich immer wieder, wenn du dich selbst gerade aus Versehen wieder klein machst. Erinnere du dich selbst immer wieder an genau dieses Gefühl, was du jetzt hast. Wenn es dir hilft, hör es dir immer wieder an auf dem Podcast Erfolgstypen oder auf dem YouTube-Kanal von mir. Sei das nächste Mal live dabei. Melde dich dazu gerne an über den Link in den Shownotes oder über mein Instagram-Profil zur aktuellen Challenge. Denn das Leben ist eine Challenge. Genau das ist die Arbeit. Genau das ist die Challenge. Immer wieder in der Freude zu sein. Sich immer wieder zu erinnern. Wer bin ich in Wahrheit? Wer bin ich in der Freude, in der Liebe? Denn du bist das, was du bist, wenn du in der Freude und Liebe bist. Du bist das, was du bist, wenn du in der Freude und Liebe bist. Ich bin das, was ich bin,
wenn ich in der Freude und Liebe bin. Alles andere bin ich nicht. Alles andere ist Konditionierung. Ich bin das, was ich bin, wenn ich in der Freude und Liebe bin. Und ich freue mich, wenn wir uns live sehen bei der nächsten Monatsausrichtung oder bei einer der nächsten in den nächsten Monaten, wenn wir dieses Gefühl weiter in die Welt tragen. Ich danke dir, wenn du den Podcast Erfolgstypen abonnierst oder meinem YouTube-Kanal folgst, wenn wir das mehr an Freude und Liebe in die Welt hinaustragen können. Juhu! Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr hier dabei seid, dass ihr im Chat so schön mitgemacht habt. Dieses Gefühl ist doch unglaublich. Ja oder nein? Dieses Gefühl, das ist das Gefühl, was auch mich jeden Morgen antreibt. Dieses Gefühl. Und ich danke euch, dass ihr so schön mitschreibt. Wie fühlst du dich jetzt? Und was? Ich bin ja neugierig, ihr Lieben. Was ist denn deine Idee? Oh mein Gott. Naomi möchte es bestimmt auch wissen. Was waren für tolle Ideen jetzt geboren worden? Schreibt mal die Ideen in den Chat. Ihr fühlt euch auf jeden Fall lebendig und gut. Und ihr seid berührt und dankbar. Und da sehe ich schon die erste Idee. Eine 21-Tages-Challenge. Juhu! Was haben wir noch für Ideen? Aufräumen, Aufräum-Challenge, eine Woche-Challenge, Beziehung mit Liebe füllen. Was habt ihr noch für Ideen? Club Wellness für die Seele, ja. Was für Ideen, die du dich noch nicht traust, wo du sagst, oh mein Gott, das soll ich machen. Die Seele weiß es, deine Seele weiß es. Intuitionsausrichtung. Was sind die Ideen? Sinnfindung. 1 Million Menschen zu mehr Gesundheit führen. Ja, das ist eine Riesenidee. Eine Idee, vor der du selber noch Respekt hast. Mehr Kontakt mit Menschen. Das erste Webinar, ja. Coaching-Programm für Mamas, die sich getrennt haben, ja. Frauen in die wahre Größe begleiten, juhu. Lehrer für das Bewusstsein, oh yes. 21 Tage Self-Love und Achtsamkeits-Challenge. Eine neue WhatsApp-Gruppe Glückskinder, 21 Tage Challenge. Introvertierte Singles in die Größe bringen, yes. Hier noch was für Networker, eine Gemeinschaft. Möchte jemand gründen, ein Coaching-Festival kreieren? Ja, das ist eine geile Idee. Genau, und das geht in die richtige Richtung. Etwas, was Spaß macht, Festivals, Musik, Freude. Anderen die Geschichte erzählen. Yes, raus mit der Geschichte. Deine Geschichte ist wertvoller als die Geschichte irgendeines Hollywood-Stars. Wahr oder wahr? Denn du bist das echte Leben. Du bist Leben. Sensationelle Tanzstunden geben, Eltern schon im Kindergarten abholen, genau, Feinfühligkeitscoaching, ja, wir werden immer feinfühliger. Wie viele von euch haben auch das Gefühl, dass wir gar nicht mehr so viel Wissen brauchen oder wollen, sondern das Wissen ist ja in uns, wir müssen lernen, es wieder zu fühlen und rauszuholen. Also hier sind ja so viele geile Ideen, das macht ja richtig Spaß. Hier Podcast will auch jemand machen, ja. Königreiche, Coaching-Festivals, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie viele von euch merken gerade, dass ihr gerade in eure Größe geht? Und für wie viele von euch fühlt sich das richtig cool an? Zurück in die Urkraft des Seins, ja, das ist auch was Tolles. Und ich kann das nicht alles machen, ihr Lieben. Ihr müsst das machen. Du musst es machen. Wer muss das machen? Podcast, meine Geschichte. Genau, du musst das machen. Das können nicht Naomi und ich alles machen. Und falls jemand von euch hier ist
der nicht weiß, wie er das jetzt machen kann. Viele von euch wissen ja, dass meine Geschichte, meine Veränderung von der Alleinerziehenden, die 1.700 Euro verdient hat, mit 1.200 Euro Miete, wie ich das geschafft habe, dass das eine einfache Kundenreise war. Eine einfache Kundenreise, die ich in mir auch kreiert, gefunden, gefühlt habe. Eine Kundenreise, wo ich nur einen Wurm brauchte, eine Einladung, um viele Menschen zu erreichen, viele Menschen einzuladen, kostenfrei. So ist zum Beispiel auch die Monatsausrichtung entstanden, die ist ja kostenfrei. Wie viele von euch wünschen sich auch gerne so einen großen Raum mit vielen Teilnehmern, damit du deine Idee, deine Vision mit vielen Teilnehmern teilen kannst? Denn wenn du aufstehst und das aus deinem Herzen sagst, verspreche ich dir, werden mindestens 10 andere auch aufstehen und mit dir kreieren, mit dir den Weg gehen. Dafür musst du aber aufstehen, du musst dich zeigen, du musst einladend sein, nicht verkäuferisch, mach mal nein, 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 bloß nichts verkaufen, sondern einladend sein und diese Liebe nach außen tragen, mit dieser Liebe Menschen erreichen und einladen. Und für alle, die ihre eigene Kundenreise noch nicht aus dem Herzen gefunden haben, noch nicht fühlen können, lade ich euch ein zum nächsten Workshop Jahresplanung, der geht 3 Stunden, an einem Sonntag 10 bis 13 Uhr und der findet jeden Monat statt. Der findet wie oft statt? Jeden Monat, Monat für Monat, Monat für Monat. Und wenn du einmal alle Monate durch hast, dann hast du das ganze Jahr geplant. Und deswegen heißt dieser Workshop Jahresplanung. Und alle, die schon in diesem Workshop waren und das hinterher umgesetzt haben, die hatten danach jeden Monat, Monat für Monat, 10.000 Euro oder mehr. Alle, die sich eine Kundenreise mit mir aufgebaut haben, eine einfache, geniale Kundenreise. Alle die Coaches, Selbstständigen, die verdienen heute jeden Monat, man nennt es 5-stellig. Oh mein Gott, wie viele von euch würden auch gerne sicher und stabil auf einem Basisfundament jeden Monat 5-stellig verdienen? Und 5-stellig heißt mindestens 10.000 Euro oder mehr. Dann habe ich heute für euch eine Einladung. Eine Einladung, jeden Monat bei diesem Workshop dabei zu sein. Und dieser Workshop hat normalerweise einen Wert von 799 Euro. Wie viele von euch finden, das ist ein fairer Wert für einen Workshop, der jeden Monat stattfindet? Du bist jeden Monat dabei und kannst dich jeden Monat immer wieder in diese Energie andocken, in die Energie des Umsetzens, in die Energie des Machens, in die Energie, ich habe Bock, das zu tun, ich will sofort anfangen damit. Und das im Unterbewusstsein auch noch zu kreieren, damit diese innere Handbremse endlich gelöst ist, damit es keinen Tag mehr gibt, wo du alleine zu Hause sitzt, die Wand anstarrst und nicht in die Umsetzung kommst und dich am Ende des Tages dafür auch noch schlecht fühlst, sondern alle, die bei diesem Workshop dabei sind und ihre Ziele, ihre Kundenreise im Unterbewusstsein integrieren, die haben es leicht. Und deswegen mache ich euch heute ein Geschenk. Ich lade euch zu diesem Workshop ein für nicht 799 Euro, auch nicht für 600 Euro, auch nicht für 400 Euro, auch nicht für 200 Euro, auch nicht für 100 Euro, oh mein Gott, sondern heute für nur einmalig 39 Euro. Du bist dabei für nur einmalige Zahlung von 39 Euro und du abonnierst mich. Du musst kein Abo zahlen. Du zahlst nur einmal 39 Euro und ich lade dich jeden Monat ein. Ich erinnere dich jeden Monat. Ich bringe dich in die Energie des Machens, des Tuns. Ich erinnere dich an deinen tiefen inneren Kern.
Ich erwecke wieder das Feuer in dir, Monat für Monat. Denn das braucht Zeit. Wenn du jahrelang klein, klein warst, braucht es Zeit, bis du aufploppst und deinen Weg gehst. Und wie viele von euch hier sind richtig erfolgshungrig und wollen das aufbauen, wollen das fühlen? Für die stelle ich jetzt euch hier den Link in den Chat. Ihr findet ihn auch über mein Instagram-Profil. Und ich lade euch heute alle ein, alle, die Bock haben, für nur 39 Euro dabei zu sein. Ich stelle euch also jetzt den Link in den Chat und ihr könnt alle dabei sein. Denn dieser Workshop ist mein Herz, meine Leidenschaft. Denn ich habe 5 Jahre gebraucht, um für mich die richtige Kundenreise zu finden. 5 Jahre. Und ich zeige dir in diesem Workshop, was ich jetzt mache, dann sparst du dir jahrelanges Suchen, jahrelanges Probieren. Über 100 Coaches sind dabei und geben dir, was sie machen, was bei ihnen funktioniert hat. Glaubst du, dass du dann schneller vorankommst, wenn du nur Dinge hörst, die jetzt funktionieren? Wenn du Dinge bekommst, die jetzt im Februar und März funktionieren? Wir sind immer aktuell verbunden mit der Quelle, bekommst nicht irgendeinen alten Scheiß von vor 3 Jahren, sondern das, was jetzt funktioniert, von mir und von 100 anderen erfolgshungrigen Coaches. Und das ist wirklich, wie Martina schreibt, ein geiler Scheiß. Das ist wirklich ein geiler Scheiß. Und das macht Spaß. Wir wachsen da zu einer Familie zusammen. Das ist ein richtig, richtig cooler Workshop mit Spaß, mit wir gehen in uns, du kriegst nichts übergeladen, sondern du öffnest dich von innen nach außen, du wirst richtig wachsen. Und danke für die Frage, es gibt immer eine Aufzeichnung, weil nicht jeder kann immer live dabei sein, du wirst immer eingeladen, darfst live dabei sein und bekommst hinterher die Aufzeichnung. Und ich freue mich für alle, die dabei sind. Wir sind schon über 500, die gemeinsam als Familie diesen Weg gehen, die stark sind, die hungrig sind, die die Welt verändern wollen. Und der nächste Termin ist der 12. Februar, Sonntag, der 12. Februar. Danach ist Samstag, der 11. März. Und dann wahrscheinlich Samstag, der 15. April. Und ich freue mich für alle, die diesen Weg der Liebe und der Freude gehen, um auf liebevolle Art und Weise auf Menschen zuzugehen, ohne zu manipulieren, ohne Druck zu machen, ohne Leitfaden, sondern einfach aus der Liebe. Und das aus dem Herzen, aus dem ganzen Herzen, damit du motiviert bist. Und ich danke allen, die hier mitmachen, die hier heute wieder mit dabei waren. Für wie viele von euch hat sich heute was verändert? Schreib mal in den Chat, was hat sich heute verändert? Was ist jetzt anders als noch vor 10 Uhr? Mehr Mut. Sehr verändert. Wow, Herzenergie, mutiger, mehr Vertrauen, positive Gedanken, mehr Klarheit. Jetzt ist 11.11 Uhr, genau, 11.11 Uhr, juhu. Mehr Ausrichtung, mehr Tatendrang, Motivation, ja, Glaube, Schritt für Schritt gehen, genau, neue Ideen. Mehr Vertrauen, mehr Mut, wow, Vertrauen, ich möchte losgehen, yes. Ich schaffe das, mehr Klarheit, mehr Motivation, mehr Tatendrang. Oh mein Gott, das ist richtig toll. Danke, danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Wieder erinnert, genau. Mehr Motivation. Wow, wow, wow. Ist das wertvoll, ihr Lieben, was wir hier machen? Und genau das wird jedes Mal wieder passieren, in jeder Monatsausrichtung. Liebe Naomi, wissen wir schon, wann die nächste Monatsausrichtung sein wird? Die nächste Monatsausrichtung ist ein ganz, ganz wichtiger Termin. Das ist ausnahmsweise nicht Sonntag,
Es wäre normalerweise Sonntag, der 26. Februar. Aber wir haben gesagt, weil du am nächsten Tag Geburtstag hast, nehmen wir Montag, ausnahmsweise Montag, den 27. Februar, und zwar abends, 19.30 Uhr. Yes. Am 27. Februar, Montagabend, 19.30 Uhr, an Annes Geburtstag. Genau, also wir verschieben nicht, weil ich am Sonntag Geburtstag habe, sondern da bin ich bei wieder einer Masterclass bei Tobias Beck. Oh, genau. Und deswegen machen wir das am Montag, dem 27. an meinem Geburtstag. Und das haben wir schon letztes Jahr gemacht, an meinem Geburtstag. Das ist eine ganz besondere Energie. Denn wie viele von euch wissen, dass wir Energie sind, Gefühle sind? Und an meinem Geburtstag das mit euch teilen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Alle Menschen verstehen das nicht, auch meine Schwestern verstehen das nicht. Die sagen, was, an deinem Geburtstag machst du sowas und arbeitest? Und dann sage ich immer, ja, weil es schön ist. Das ist für mich ein Geschenk. Ein Geschenk mit Naomi, die Karten zu legen an meinem Geburtstag. Also alleine, dass Naomi da ist am Montag, 19.30 Uhr. Dass ihr dabei seid, das ist für mich ein Geschenk. Und das verstehen viele Menschen da draußen nicht. Und das ist okay. Das ist was? Das ist okay. Und wie viele von euch können denn am Montag, dem 27. Februar, 19.30 Uhr dabei sein? Die schreiben mal, bin dabei in den Chat. Und dann machen wir am 27. Februar die Ausrichtung für welchen Monat? Richtig, für den März. Und dann geht's weiter, denn dann kommt wieder das Samensetzen, das Wachsen, das Ernten. Und das wird ein geniales Jahr. Das wird ein Jahr, was du nicht vergessen wirst, was dich nach vorne bringt, was für dich der Wendepunkt in deinem ganzen Leben sein kann, für dich und so viele Menschen wie möglich. So ist es, schreibt Ibrahim, ganz genau, so ist es, Punkt. Liebe Anne, ich bin wieder einmal total energetisiert nach deiner wunderbaren Meditation, muss ich sagen. Also ich profitiere auch sehr, sehr, sehr nicht nur von deiner persönlichen Energie und der Meditation, aber auch von der Energie dieser wunderbaren Menschen, die alle immer dabei sind. Also dabei sein, da kannst du selber so viel Energie für die nächsten Wochen und Monate sammeln. Freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und ich freue mich über jeden, der sich bei Anne anmeldet zu ihrem wunderbaren Angebot, dieser 39-Euro-Geschichte, weil das findest du sonst nirgendwo, glaube ich. Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen in dieser Großzügigkeit. Ich glaube, Anne, das, was du erreichst, erreichst du tatsächlich durch deine Großzügigkeit, die aus dem Herzen kommt. Und das steckt an. Das steckt in Sicherheit auch bei deinen Klienten und deinen Kunden und deinen Coaches an, ne? Bei deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das erwähnst, denn wir lernen oft, wir sollen dienen. Ja, wir hören immer, du sollst geben, du sollst dienen, du sollst dich hingeben, du sollst Mehrwert geben. Und ich möchte euch eben zeigen, wie ich das mache, wie ich diene, wie ich gebe, wie Naomi und ich hier für euch da sind, damit ihr ein Beispiel habt und es uns einfach nachmachen könnt. Und mit diesen Workshops oder den Verkaufstraining, was ich gebe, da bekommst du natürlich noch mehr Hintergrundwissen, mehr Basis, dein Fundament, dass du die Dinge, die wir hier machen, aus einer ganz anderen Perspektive verstehen kannst und dann auch nachmachen kannst. Und dann wird es leicht, dann wird es sowas von leicht. Dein Erfolg ist unvermeidbar. Dein Erfolg ist unvermeidbar. Es ist aber wie alles im Leben, du musst es wissen und du musst dabei sein, du musst es fühlen, damit du es dann auch selber machen kannst, damit du selber deinen goldenen, lichtvollen Weg gehen kannst.
Und dafür danke ich dir, liebe Naomi, dass du das hier mitmachst, dass wir das gemeinsam machen, dass wir diesen Weg auch hier Monat für Monat gemeinsam gehen und dass wir schon so viele liebe Menschen hier berühren dürfen. Dafür danken wir jeden Einzelnen, der hier heute live dabei war. Und ja, freuen uns schon auf den 27. Februar. Ja, ich freue mich sehr darauf und freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und freue mich ganz besonders darauf, dich zu sehen wieder, liebe Anne. Danke, danke. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen, liebe Naomi, und alle anderen auch. Es wird wieder eine Spur höher. Es wird jetzt Monat für Monat höher. Denn wir werden ja nicht schlechter, wahr oder wahr. Wir werden ja besser. Und dann wirst du auch besser. Du musst nur dabei sein. Also, ja, ich danke euch von ganzem Herzen. Und danke, dass ihr so schön mitschreibt. Hier scheint jemandem gerade die Sonne ins Gesicht. Ja, mega schön. Und so viele Berlin tolle Menschen. Sonne auch aufgegangen, wie schön. Es war vorhin grau.